Der baut auch nicht viel weniger an Bären hier ab als der komische Diplodokus-Verschnitt. Hat gerade jemand den Rex abgebaut? Ich nicht, nee. Auch nicht. Weil der lag ja gerade mal hier rum. Wo ist denn der gerade hin, der Kadaver? Ach, der Alu ist ja aggro, der 20er. Mal kaputt. Jetzt dreht er ja um. Der Giga macht mir ein bisschen Sorgen, der Level 14, ne? Ja, den können wir auch mal weghauen. Ich meine, das sollte man eigentlich hinkriegen. Gut ist, wenn ich die Leiche ein bisschen liegen lasse, sind es gleich wieder die Insekten. Und dann einmal schön wegballern. Und ja, nachbesprechen wir uns auf jeden Fall dann später wieder. Hat ein Trilobit? Ich hab hier gerade, ich dachte, es wäre eine Ameise, aber es war ein Trilobit. Ach, und da hatten wir doch letztens so lange diskutiert, dass keiner einen gefunden hat. Was brauche ich dafür? Axt oder was ist Spitzaxt? Ja, ich glaube, beides geht sogar. Am besten wäre ich irgendein Tier. Hab gut Schaden gemacht. Na, du stehst daneben direkt. Ja, aber nicht, Anki geht nicht. Ist kein Fleischfresser. Ein Rex oder irgendwas wäre gut. Oder Giga, Giga am besten wahrscheinlich. Na, dann warte ich mal kurz hier, damit du noch weißt, wo das war. Ja. Dann kann man ganz schnell was trinken hier. Oh, das sind Moshops. So, ich setze den Edmonto aber mal auf Passiv, den neuen. Sekunde. Jo. Geht's auf jeden Fall gut los hier schon, finde ich. Mhm. Und der Mosch hat den nochmal Remote auf abbauen. Was? Creepy. Ja, stimmt, die kann man immer verfüttern, aber ich glaube, Bates geht auch. Ne? Ja. Ja. Wie gesagt, wir sollten halt generell gucken, dass wir da irgendwie heute ein bisschen brauchbares Viehzeug rankriegen. Das hilft uns dann später auf jeden Fall noch weiter. Vielleicht noch ein bisschen leveln, Rohstoffe sammeln. Was ich da hinten noch an Rohstoffen finde, ja. So, jetzt haben wir auf jeden Fall einen Level 135er Rex noch. Na, du kannst jetzt, wenn du mal bei Ragnar jetzt Item Collection oder Victim Item Collection aktivierst, müsste das eigentlich abbauen. Automatisch. Was? Behavior? Ich weiß nicht genau, an welchem Punkt das war, muss ich auch mal suchen. Harvest Settings, ja, da, genau. Harvest Settings. Resource Harvesting oder Victim Item Collection? Victim Item Collection. Ja. Aber kann auch sein, dass er das überhaupt nicht frisst. Ja, weil er es nicht getötet hat. Na, das spielt eigentlich keine Rolle. Ich meine, der guckt ja schon runter. Machen wir Resource Harvesting noch an. Einen Befehl kannst du ihm auf jeden Fall nicht geben, dass er es fressen soll. So, ich muss unbedingt mal ein Level machen. Wir brauchen den Rex-Sattel. Welches Level braucht man da? Na, wahrscheinlich 74. Also als ich Rex eingegeben habe, hat er mir zwei Sachen angezeigt. Bei 80 und bei 90, was ausgebaut ist. Nein, Dominus Rex gibt es einmal. Ich habe aber nicht reingeguckt. Das andere ist dann der normale. Na, es gibt einen, also wenn ich nach Rex suche, dann habe ich wie gesagt drei Stück jetzt mit 66 und einmal mit 74 ein. Und der 74er ist wahrscheinlich der, den wir dann brauchen. So, wie nennen wir denn das Weibchen hier? Ja, ich weiß halt nicht, was der Rex hat sich dann für einen Sattel braucht, weil in Dominus Rex wird es wahrscheinlich nicht sein, oder? Oder ein V-Rex, keine Ahnung, wofür das V steht. Guckst du gerade in dieser Liste, oder? Ne, ich guck gerade nicht in die Liste, ich hab die gar nicht. Ich guck mal rein kurz. Jo. Normaler Rex. Ja. T-Rex, Tyrannosaurus. War ich so voll geparkt schon. Hm. Ja, man kann die auch nicht umparken, wenn die einfach noch nicht alle einen Sattel haben. Ja, also die Diplos müssen nicht genau vor der Tür stehen. Ich blicke hier gar nicht durch bei der Liste gerade. Da steht einfach nur T-Rex.
Den Sattel gibt's nicht, oder was? Den normalen. Hm. Weiß leider auch. Na, aber was steht denn bei T-Rex? Als Sattel? Nicht? Ne, da steht T-Rex. Also, ja, dann würde es der normale T-Rex-Sattel sein. Gibt's auch in Dominos irgendwas? Sattel? Ja. Dominos, Dominos, V-Rex. So. Achso, die kann man schon lernen, aber den Rex-Sattel noch nicht, okay. Wir sollten übrigens auch mal die. Ach, wie heißen sie denn? Ich hab die Gigas irgendwo anders parken, vielleicht nicht direkt hier neben der Tür. Wenn die mal eskalieren, dann ist richtig Party. Oder der Montosaurus hier muss erstmal regenerieren. Jo. Hiro, was machen eigentlich unsere Pläne, sag mal? Ja. Wir brauchen. Jo. Wir brauchen. Wir brauchen alles. Keratin und so. Und Chitin und überhaupt. Und Chitin. Das ist halt echt das Problem. Aber ich habe noch tonnenweise Holz gehört. War hier noch eine Kiste mit Seeds? Wir könnten uns ja schon mal einen Platz aussuchen, wo wir eine richtige Base aufbauen. Dann müssen wir das hier nicht weiter ausbauen, oder? Das sowieso, klar, logisch. Aber wir müssen halt trotzdem erstmal gucken, dass wir das Zeug rankriegen. Also wir brauchen auf jeden Fall Milliarden Steine, Holz und ja, Cementing Paste. Ich sammle gleich schon also Stein und Holz. Und ich würde mal einfach losziehen Nee, du wolltest dich erst um Sattel kümmern. Ja, das mache ich auch gerade schon. Ich habe schon 6 Stück gebaut. Ja, dann... Reicht das schon? Oder noch mehr? Ja, das reicht, glaube ich, für den Anfang. Ja? Aber ich kann ja mal... versuchen, die Stelle zu finden, wo ich damals die Schnecke gesehen habe, oder einfach generell mal im Sumpf nach Insekten gucken. Vielleicht reicht das ja auch schon. Und an der Stelle, Hallöchen Alex. Alex hat einen Witz zum Besten gegeben. Ja, das habe ich gesehen, aber ich weiß was gar nicht. Was lebt in Azkaban und hat einen frischen Atem? Ein Dementos. Und das ist natürlich ein Witz, mit dem kann jeder Harry Potter-Fan was anfangen. Also ich habe die Filme gesehen, aber ich weiß gerade nicht, wer Dementos war. Die hießen nicht Dementors, die hießen Dementoren. Genau, Dementoren, diese so. Schwarzen... Ja, Dementors, diese Geisterviecher-Dinger. Ja, aber das heißt ja nicht Dementors, ne? Das ist ja... Dann ist Wenn dir mal Höhe geht und geh unter die Treppe, danach kannst du wieder... Nee, dann ist ja der Wortwitz ist ja falsch. Dann habe ich ja nicht so falsch gedacht. Sag mal, hat mir nicht gerade noch einen anderen Edmonto? Wo ist denn der hin? Ist gerade jemand unterwegs mit dem? Ja, ich bin mit dem... Steinesammler haben wir nicht, ne? Soll ich einen Ankelo nehmen? Unterwegs. Welchen hast du mitgenommen? Ich. Den ich vorhin auch hatte, keine Ahnung, einfach der Edmonto hieß. Warte mal, das ist ein Level 224. Okay, dann den habe ich nämlich gerade gesucht. Okay. Nee, ist alles in Ordnung. Kurze Frage, worauf wollen wir die Edmonto skillen? Ich bin mir ganz sicher. Also Lebenspunkte haben die eigentlich schon tonnenweise. Ja, und ich finde den Schaden... Den kann man ruhig unterstützen. Das darf der geht sogar gut nach oben, muss ich sagen, der Schaden. Ja, ja, dann machen wir ein bisschen Schaden. Also ich habe hier meinen... Und Blackadder, den habe ich auf 10.000 Leben hochgemacht. Dann ein bisschen Speed reingemacht. Keine macht den Drogen, Erik. Mal hat er den anderen auch ein bisschen Speed gegeben und der hat jetzt 150. Oh. Schön mal mit Speed gefüttert. Ja. Ich glaube, ich mache den danach auf Melee. Aus den Fundamenten ist auch nichts weiter geworden. Hier stehen 3 Fundamente. Nee, ich habe auch drumherum noch mal gebaut. Ich habe vielleicht 6 oder 7 gebaut. Brauchen wir noch viel mehr? Ich kann noch nicht abschätzen, wie viel wir immer brauchen. So 30 oder so. 30? Nee, hallo. Ja, okay. Ich weiß immer nicht, ab wann das hier gilt. Also deswegen hatte ich vorhin gefragt. Dann mache ich da weiter. Keine Sorge. Da ist so ein Tierchen hier, Balu. So ein Special-Tier. Special? Na, du weißt, was hier hast du vorhin gesagt, die... Ah, okay. Ein 140er Torosaurus nehmen wir die auch noch mit. Was ist das hinten? Was bist du denn? Ein Rugops Level 20. Ach, das ist doch. Was ist denn das hier? Was bist du? Was? Und wie ist der? Dino Cyanus. Nee, was? Was? Wie heißt der? Dino Nykanus. Vielleicht? Oh Gott. Nee, nicht ein Dino Nykanus, aber. Dino Nykanus. Dino Nykanus heißt der. Was für ein Name? 130. Nee, aber so ein Torosaurus ist schon auch nicht schlecht, ne? Was frisst denn der Moschops eigentlich? Na, den musst du normalerweise eigentlich mit, also ich weiß nicht, wie es hier ist, bei der Variante, normalerweise musst du den mit verschiedenen Sachen füttern. Der ist immer, der will immer was anderes haben. Aber wahrscheinlich frisst er jetzt Bären. Der sammelt sich den Kaktor eigentlich auch selber, oder?
Ja, deswegen will ich ja noch einen haben. Ja, dann hau doch einfach mal hier, weiß nicht, Bären und Fleisch hin und dann wirst du ja sehen, was er frisst. Hab ich. Interessiert ihn nicht. Also ich meine, er frisst Bären. Ich meine auch, aber... Na, theoretisch frisst er beides. Wie gesagt, beim normalen Zähmen will er alles Mögliche haben. Hier liegen Bären, hier liegen Fleisch. Ja, dann will er nichts von davon. Vielleicht Gammeldings? Ja, kann auch sein. Hab ich nicht am Start. Aber da hinten sind wieder massenhaft Raptoren. Ey, wir brauchen irgendwas zum. Ich brauche irgendwas zum Draufsitzen zum Kämpfen, ey. Mal ein bisschen leveln. Rotze hier. Ja, Endbontos. Soll ich den denn wieder zurückbringen? Nee, das macht ja keinen Unterschied. Wir brauchen halt. Der kann zwar gut was aushalten, aber das jetzt trotzdem würde ich jetzt nicht gerade so als Kampftier klassifizieren. Von daher. Schon ein bisschen was anderes. Und Hallöchen, Deliane. Vielen Dank fürs Hosten. Und der Aska hat Informationen zu diesem Dino-Dino gepostet. Dino-Dino? Der Dino-Dino. Ich lese das mal kurz vor hier für unsere lieben Dinosaurier-Fans und uns natürlich auch. Dieser bis zu 3,4 Meter lange Theropode lebte während der frühen Kreidezeit vor etwa 123 bis 110 Millionen Jahren, vom mittleren Aptum bis zum unteren Albium. Fossilien wurden in den US-amerikanischen Bundesstaaten Montana, Wyoming und Oklahoma in Gesteinen der Cloverly-Formation und der Antlers-Formation entdeckt. Zähne, die möglicherweise zu Deinonychus, Zungenbrecher, gehören, stammen aus dem viel weiter östlich gelegenen Maryland. Schon wieder bei den Amis alles unterwegs. Was ist denn da los? 60. Hat jemand was zum Schreiben? Ich schreibe auf 3060. Sorry, das laute Papier klappern. Ist nicht zu entschuldigen. Nee, sei dir verziehen. Danke. Sehr wichtig. Was war das für einer? Glasio, Dingens, Soos, Blob. Ich hab schon wieder ein Trilobite hier gefunden. Ich auch. Sehr schön, Mensch. Da geht's ab hier. Wir brauchen Perlen, liebe Leute. Wir brauchen Perlen. Immer hier mal im Zeug. Mal klein hacken hier. Kein Problem. Weg damit. Könnte jemand... Nee, ist egal. Komm, ich mach das alleine. Ist gut. Alles gut. Ah, schön Öl. 16 Öl, 128 Chitin, 32 Perlen, der Axt. 160 Chitin, ja geil. Was ist dann Velociraptor? Das ist sehr schön. Verdurste. Da ist ein Velociraptor, der schon blau leuchtet. Ja, ich habe vorhin hier zwei, drei Stück versucht. Außerhalb der Base? Ja, außerhalb der Base. Hm. Okay, dann können wir die doch zu Ende machen hier. Ja, aber hier waren zu viele eben unterwegs und ich musste da weg. Dann locke ich dir mal ein bisschen Fleisch hier ein bisschen näher ran. So. Ah, okay. Risari schreibt gerade, dass Immersive Taming hat ein Update bekommen. Ja, das habe ich gesehen, aber muss ja nicht was geändert wurde. Kommt da so ein Riesenvieh um die Ecke gesprungen, da bist du verrückt. Übrigens den kleinen wiedergefunden, von den ich da verloren habe. Na, sehr schön, Mensch, guck mal. Der 90er Edmonto. Echt, vom letten Mal? Ja, ja. Ach, wie genau. Geil. Mensch, ne, das ist ja wie, als ob die Familie sich nach Ewigkeiten wieder sieht. Der verliert ja auch kaum Stamina, der Edmonto irgendwie. Der ist richtig geil. Das ist wie der Laufmodus beim Iguanodon. Also, ach, ich finde den sogar noch besser, vielfaches besser. Mhm. So. Wo war jetzt mein zweiter Trilobit hin? Ach, da. Eine Frage. Ja, bitte. Soll ich schon irgendwo Blumenbeete hinbauen? Na, also Beete direkt kannst du bei uns bauen. Ja. Bitte nicht so weit am Sumpf vorne. Nee, da sammle ich gerade. Ich farm gerade. Aber am Sumpf wollten wir auch bauen wegen der Wasserversorgung. Ja, das habe ich halt auch überlegt. Wir haben ja so kein Wasser. Oder ich baue auch gleich noch ein Kanisterding. Ich dachte, du brauchst ja gerade Foundation. Nee, deswegen meinte nicht alles zu bauen. Nee, halt. Nur bei uns an der Base. Darum ging es. Aber ich wollte jetzt wissen, wo ich Beete hinbauen kann. Und ob ich die vielleicht ans Wasser bauen soll hier beim Floß, weil dann sind die immer automatisch versorgt. Ja, die Beete können ruhig gerne vorne irgendwo stehen. Die müssen Scheiße, nein! Hier ist irgendwas Garstiges. Oh. Normal, auf der anderen Seite ist auch noch richtig viel Eisen. Wo andere Seite? Okay. Wenn du weiter rumgehst um den Felsen. Also rum. Hinten rum, okay. Ja. Können wir nochmal lostingeln. Da bin ich gerade. So, mit Anki? Mhm.
Achso, ich habe 16 schwarze Perlen auch. Oh, sehr schön, cool. Ihr Lieben, Achtung, ich glaube, da kommt irgendwas Richtung Base. Das könnte ein Giganto sein. 64 Öl, 288 Chitin, ja, läuft. Nee, warte mal, was kommt da? Giganto? Ich glaube, also es hat mich gerade umgebracht. Ja, ich glaube, es war ein Giganto. Da unten am Ufer ist ein Giganto, ja. Level 15. Den sollten wir mal weghauen. Ist halt die Frage, wie viel Schaden macht der an unseren Rexen? Ich meine, der ist nur Level 15, ne? Aber nicht viel, ich habe von dem, glaube ich, 8 Bisse überlebt. 8 Bisse kann ich mir gar nicht vorstellen. Ich wurde richtig oft gebissen. Vielleicht waren 6. 200 schwarze Perlen brauchen wir, ne? Für dieses Genforschungsding. Gute Frage. Gute Frage, ja. Hab ich eben noch gesehen. Ja, jetzt brauchen wir noch 184. Ja, immerhin. So, das sind zwei Weibchen hier leider. Haben wir nur zwei Rexer? Ja. Ja, wir hatten mehr Gigas als alles andere. Und ein Giga haben wir noch, ne? Nee. Doch. Ja. Einen haben wir doch verloren. Hab ich ja verloren. Ja, aber einer ist trotzdem noch da. Aber hatten wir nicht drei und einen verloren? Nee, wir hatten zwei. Also Ragnar steht hier noch rum, aber wir hatten ja keinen anderen. Oder ich sehe ihn gerade nicht. Nee, das ist ein Lagerta, ist auf jeden Fall ein Rex. Und Rexette ist auch ein Rex. Und Hallöchen, the biggest food. Ja, vielen Dank für die Info. Das war ja auch genau das, was wir letztes Mal mit Spielbär besprochen haben. Wir waren uns jetzt nur nicht mehr so sicher. Spielbär hat die Spawns von den Dimorphodons mit Trilobiten getauscht. Und auch den von Dodos mit Pinguinen. Ah, oh, sehr schön. Ja, vielen Dank für die Info, das ist cool. Wir hatten ja beim letzten Mal nur gesagt, okay, da wird wahrscheinlich irgendwas geändert werden. Wir wussten jetzt nur nicht, was dann am Ende geändert wurde. Ach, das ist jetzt auch der Glaciali, der wahrscheinlich da war. Das war doch letztes Mal auch schon das Problem. Hast du gesehen, was gerade geschrieben wurde? Ja. Alle Freischresser sollen wieder normales Fleisch annehmen. Da war ein Bug vielleicht. Ah ja, alle Fleischfresser, ja. Ja, also normales Fleisch im Sinne von die Fleischfresser, die auch normales Fleisch fressen. Ne? Also die Großen fressen natürlich trotzdem weiterhin Prime und keine Ahnung was. Und da vorne haben wir schon wieder die haben sogar so einen extra Bonus hier mit plus 1 hier, die Edmontos. Und die kämpfen gerade gegen den Giga nach vorne. Also Rudelbildung. Ja. Das ist natürlich geil, ja. Ja, und die machen den bestimmt kaputt, oder? Nee. Nicht so gut. Oh. Gegen was kämpft der gerade? Was hat denn der da gefressen? Diesen Dino. Keine Ahnung. Keine Ahnung, was er da frisst. Irgend so ein kleines Viech hier. Wie heißt der? Ich kann das ja nicht lesen. Irgendwann Todes. Ja, wir müssen halt gucken, dass wir die Gigas da vorne wegmachen, weil die sind halt nur Low-Level, die brauchen wir nicht. Level 55 und 15, aber die nerven halt, dass wir da vorne nichts farmen können. Ich glaube, es ist eben ein Problem, dass sie deswegen nicht mehr gefressen haben hier, auch das Fleisch. Jero, wenn du dem Strand weiter folgst, da ist vorne eine sehr große Horde von Raptoren, ne? Also aufgepasst. Ja, einer fängt jetzt Fleisch an zu fressen gerade, den nehme ich noch mit. Ist gerade echt ein bisschen doof, dass wir nichts Brauchbares zum Kämpfen haben, was auch einen Sattel hat. 15, 25. Latitude 15, okay. Jupp, mache ich, wie heißt der? Brontornis. Brontornis. 15, 25 ist echt am Arsch der Heide oben. Tun wir auf das Zoo, jetzt haben wir letztens auch. Ja, okay, cool. Ja, ihr könnt mir auf jeden Fall Bescheid sagen, wenn ihr den seht. Also so, wenn ihr irgendwie eine Nachricht aufklopfen seht, manchmal, vielleicht kriegen wir wieder unterschiedliche. Das ist ja möglich. Und Hallöchen, Megazwerg. Ja, das mit den Geninformationen, das haben wir schon mitbekommen. Das war Tonnen, das war ein Zeug, brauchen das arschteuer ist. Haben wir jetzt ehrlich gesagt noch nicht vor, was auszuprobieren, zumal die Station ja auch nochmal richtig, richtig teuer ist. Gerade schlägt mein lückenhaftes Hirn wieder zu. Hat mir gesagt, dass ich jetzt die Beete hier irgendwo hinklemmen kann? Ja. An der Base da unten? Am Wasser oder so? Ach, es ging ja nicht, ne? Da konnte man ja nichts bauen. Im Sumpf wollten wir machen. Im Sumpf, genau. Dort, wo ich gerade gestorben bin. Wunderbar! Ist der Erik gerade AFK oder warum sitzt er hier so rum?
Komm jetzt auch zurück gleich, könnt ihr dann helfen? Hey, ich versuche den irgendwie zu füttern, zu regenerieren hier, den Edmonto. Ja, das wird noch dauern, glaube ich. Den kriegst du mit Bären nicht so ohne weiteres regeneriert. Und Anni, ich hatte 30, in der 50. obersten Kiste von den Kleinen Stuff für so Beete und so drin. Mhm. Ist alles irgendwo... Anni, hast du gehört? 30, ja, 50? Ja, okay. Ja, ich sehe es auch. Alles im Norden oben, alles Mitte Norden. So, sorry, Hiro, bitte? Du hast eine Kiste? In den kleinen Kisten in der Base. Ja. Da war ganz oben drin Sachen für Beete und so. Also ich hatte schon ein paar Sachen gebaut. Ja, ich seh's. Okay. Seeds und so, ja. Und Crop Plots, oder wie die heißen. Ja. Nee. Ich seh nur die kleine Kiste, wo ich die Seeds reingepackt habe. Ja, da habe ich auch nur Seeds drin gesehen und keine andere. Vielleicht ist sie kaputt gegangen letztens. Okay. Weil hier ist nichts weiter. Ja, aber die Dings, die hatten wir erst nach der Eskalation. Ja, aber hier ist nichts gebaut. Also, hier ist nur ein bisschen Seed-Zeug drin, mehr nicht. Aber ich habe selbst auch schon ein paar Crop-Plots gebaut. 30, also. 50, 15, 25, ist alles richtig weit im Norden. Im Süden ist gar nichts gerade aktuell. Hab ich eigentlich heute keine Musik hier im Spiel? Ich habe auch keine. Zu wenig Kämpfe. Wahrscheinlich. Versuchen wir noch sie zu. Ach, hier ist ja wieder der Giga am Strand. Albertosaurus. Das ist eine Edmonto-Horde. Level 135. Es gehört eine Horde. Die Horde. Die Horde. Eine Horde Edmontisaurus. Weil der 55er Giga macht mir ja Angst. Bei den Ankis da gerade ist. Wo bist du hier vorne? Du bist der Level 55 Giganotto. Ja, die müssen wir irgendwie loswerden. Müssen wir mit allem drauf, was wir haben, wa? Gott, erschreck mich doch nicht. Ich wollte mir gerade einen Otter angucken, kommt so ein Drecksinsekt hier angeflogen. Da war ein kleiner Otter. Geht weg, ich will den Otter haben. Achso, Otter kann doch auch hier Trilobiten gut abbauen? Otter glaube ich, also na, richtig gut abbauen nicht eigentlich. Mal so ein Rugops hier an. Eben gut Keratin. Ich glaube, wir haben ein paar tausend Steine jetzt am Start. Nice. Wo hast du die Sattel hin, sag mal? Ja, da ist ein extra Sattelschrank direkt neben der Tür. Okay. 30, 50? Ne, habt ihr ja schon. Den hatten wir schon. Ich glaube, die Otter sammeln nur Fisch oder Perlen aus irgendwelchen Fischgelumpe oder sowas. Ansonsten machen die nichts anderes. Trilobiten können die nicht. Also da bräuchten wir diesen komischen, wie heißen die anderen denn hier, diesen Dreieckskopf. Ja. Dreieckskopf? Meinst du doch, oder? Diplokaulos. Ach, Ach so, Diplokaulos ist was ganz anderes. Also die könnten das, aber ansonsten, wie gesagt, die Otter sammeln nur Fisch und daraus Perlen. Mhm. So, mal kurz ein bisschen Fleisch durchbraten, das wird ein bisschen knappig gerade. Wenn alle was am Futtern sind. So. Okay. Ach, Regen, sehr schön. Und die Ziege ist so geil. Du kriegst noch einen Otterfreund. Ziege. Ich mach das extra. Ich sammle extra den Otter. Den Ottfried. Ottfried. Oh Scheiße, der Toro fand das nicht so nett, dass ich ihn begrüßt habe. Ach nee. Iguanodon. Der sammelt doch Samen. Ja, das tut er mit dem einen bestimmten Angriff. Echt? Ja,
Da kannst du doch beide Tasten drücken, also linke und rechte Maustaste. Und du kannst ja auch so irgendwelche Gemüse kannst ja auch dann umwandeln. Aber ich weiß nicht, ob das bei, also bei normalen Bären gibt's auf jeden Fall. Wo ist denn der Iguanodon? Ich könnte ihn vorne noch sehen. Links, vorne links. Achso, es gab doch diese. Bei den Edmontos hier bei mir. Ja, dann komme ich da mal hin. Ich versuche gerade ein paar Edmontos noch, dass wir alle zu sechs reiten können. So, ich habe keine Ahnung, was er da vorne zerlegt hat, hier der komische Ding. Ich fährt den Toro. Toro. Oder ist es nicht El Toro? El Toro. Torosaurus hat hier irgendwas zerlegt, hier vorne. Könnte ein Alu gewesen sein oder sonstiges. Ja, den anderen Alu hätten wir gern geholt. Das Problem ist nur, wir brauchen da wahrscheinlich Prime mit für. Weil, oder eine Trophäe, eins von beiden. Ah, der Mornerfleisch ging nicht. Gelegt. Der denn gedroppt. Alusaurus gehören. Jawohl, her damit. Kommt auf den Grill. Ich glaube, daraus kann man leider nichts machen an Trophäen. Oh Gott, stimmt, der ist aggro. Ich hab's vergessen. Hallo? Nein, ich bin kein Feind. Geh weg. Behalte die eigentlich jetzt schon Rohmetall extra, oder? Na, bisher ist alles durch getütet worden. Ich hab den vorhin nicht ganz ausgeladen, den Wüstenschiff. Ist da noch was drin? Ich guck mal. Genau. Nee. Also ich hab's auch nicht ausgeladen. Guck mal nach. Da gibt's ja diese schöne Pull-Funktion, habe ich ja gelernt. Benutze ich jetzt immer. Ja, ist nur noch Holz drin, ein bisschen. Ah, okay. Na komm, mach feines Fresschen. So 140er passt schon. Glaube ich. Jetzt kommt er nicht hoch da, oder was? Oh Gott, ist ja dumm. Achso, Anni, du bist am zweiten dran. Gut. Ja, ja. Ich hab den Edmondo hier fertig. Ich mach grad den Iguanodon noch. Der Edmondo ist schon zähmt. Na komm. Sehr gut. Mach feines Fresschen.